Super sind ihr da. Beim Veni zählt Ihnen beim 1x1 vom Engadiner Skimarathon von der Helvetia. Ich bin Mirko, ich bin heute hier in Davos und ihr überlegt euch vielleicht, ob ihr solltet am Engadiner Skimarathon teilnehmen. Ich kann euch sagen, wir haben hier eine Hilfe, der Remo. Remo, du bist 13 Jahre im Weltcup mitgelaufen, 3-mal an Olympischen Spielen, 7-mal am Engadiner teilgenommen, hast sogar mal gewonnen. Wenn jemand die Strecke kennt, dann bist du das. Sag mal, ist es möglich? Kann man noch so kurzfristig entscheiden und sagen, ich gehe noch Engadiner? Gut, das ist problemlos möglich. Es langt an, für sich eine gute Grundkondition haben, eine gute Bauchrückenstabilität mitbringt. Ein bisschen Langlauf-Vorkenntnis braucht man natürlich. Dann ist das problemlos machbar, auch in kurzer Zeit noch. Aber eben, ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber meine Kondition ist so mittelmäßig. Heißt das für uns, dass wir jetzt unser ganzes Leben umstellen müssen? Knallharte Disziplin. Am Morgen um 6 Uhr säckeln, am Abend nach dem Arbeiten noch das Fitnesstraining. Das ist Grundvoraussetzung. Nein, Spaß beiseite. Wichtig ist, ein-, zweimal pro Woche können joggen oder auf die Ski gehen, ein bisschen Bauch-Rücken-Übungen machen und vor allem das gute Gleichgewicht mitbringen. Das ist Grundvoraussetzung, dass man dann Technik gut auf den Schnee kriegt. Gleichgewicht. Für mich ist das etwas wie Charme. Entweder hat man es oder man hat es eben nicht. Aber kann man das irgendwie üben? Gleichwohl kann man sehr gut schulen. Beim Zähneputzen, 3-mal pro Tag sieht man ja in der Schule, hat man das gelernt, Zähneputzen. Auf einem Bein stehen, dabei Zähneputzen, die 3-mal pro Tag, einmal links, einmal rechts. Und dann funktioniert das eigentlich einwandfrei. Perfekt, dann mache ich genau das Gleiche und komme jetzt zu meiner Lieblingsfrage. Gell, es ist schon nützlich, dass man vor einem Marathon am Abend so eine schöne Portion Spaghetti isst, damit man am nächsten Mal genug Energie hat. Und jetzt lege ich mein Bein ab für die Antwort. Am Abend vor, denke ich, ist schon wichtig, dass man Kohlenhydrate isst, aber man soll es nicht übertreiben, sondern ganz normal vernünftig, dass man gewöhnt ist. Oder, ich habe noch eine bessere Idee, mehr Zeit nehmen für die gute Spaghetti, auf einem Bein stehen und rennen im gleichen Moment. So kann man Zeit sparen. So holst du mich nicht ein. Ha ha ha.